Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wir wollten weiter. Weltkarte nicht verfügbar, was? Warum nicht? Ah, jetzt. Wir wollten hier eigentlich weitermachen, hier oben. Dass uns die Aussichtspunkte die Quest holen. Aber jetzt sehe ich gerade, hier haben wir gerade ein Sperrgebiet. Wir sind genau in dem Sperrgebiet praktisch. Und ja, das nehmen wir doch schnell mit, würde ich sagen. Schauen wir doch mal, ob wir die irgendwie ein bisschen stealth-mäßig erledigen können. Ich würde ja gerne den Hauptmann hier gleich erledigen. Okay, stealth-mäßig geht gar nichts mehr. Boah, Alter. Können wir den so killen? Alles klar. Du hättest nicht herkommen. Und sie müssen verstecken. Zu langsam. Okay, wo ist der komische Kopfgeldjäger? Ich renn mal weg. Aber dann machen wir noch gar keinen Schaden an denen. Ich glaube, da werden wir mal kiten gehen. Den packen wir noch nicht. Boah. Ich glaube, ich gehe weg. Der ist ein bisschen zu krass. Hey!
Lasst uns was zerschlagen! Boah. Na, das geht noch gar nicht. Das funktioniert noch nicht. Oh, das war wohl nix. Die sind... Der ist noch ein bisschen zu hoch für mich. Ich hab gar nicht schauen, was war der für Stufe? Stufe 20, glaube ich. Das funktioniert noch nicht. Ich hoffe mal, ich habe jetzt hier wenigstens... okay, den habe ich. Dann werden wir uns wenigstens den Schatz noch holen. Aber ich muss vorsichtig sein. Dieser komische Kopfgeldjäger hier irgendwo rumrennt. Scheint der Schatz zu sein. Dieser Ort wird schwer bewacht. Was hast du hier verloren? Hey, was? Bist du müde? Da! Reiß dir die Eingeweide raus! Du Wurm! Der Schatz sein. Da bist du ja. Also ja. Genau, den wollte ich fertig. Was? Da! Hey, da bist du ja. Hey, was? Gehen wir aber mal wieder, wenn der andere auch schon wieder da ist. Muss man relativ safe sein. Gut, dann hätten wir das hier auch erledigt. Und ich würde sagen, wir werden uns jetzt mal hier ein bisschen hocharbeiten. Hier glaube ich, wir haben noch einen Schatz, oder? Schatzplündern, genau. Dann gehen wir doch mal. Das haben wir leider noch nicht freigeschaltet. Machen wir doch mal hier die Quest.
Boah, das ist noch einer. Alles klar. Gut, ich hoffe, es ist frei jetzt. Dann gehen wir mal da rüber. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Level 16, also, ey, kommt mir schon, glaube ich, schon über 10 Stunden, aber erst Level 16. Okay, sprich in der Taverne mit Claridas. Schauen wir doch mal. Und ich sagte, ich habe nicht von deinem Schwein gesprochen, sondern von deinem Weib. Bayek, wie lange ist es her? Ein Jahrzehnt? Oder mehr? Du hast Siva schon lange verlassen, ha? Huh? Einen neuen Namen hast du auch. Ich musste. Claridas ist ein viel besserer Name für das Hippodrom. Erinnerst du dich an die Pferde damals in Siva? Oh, die Klepper? Hätte nicht gedacht, dass du je wieder da rauskommst. Siva. Klein, arm und hässlich. Das einzig Schöne dort war Aya. Hat es sich verändert? Oder sie? Dinge ändern sich. Auch Menschen. Ah, ich brauche mehr zu trinken. Okay, was war das jetzt? Verzeiht, Neb. Ich hörte Claridas sagen, ihr werdet früher Rennen gefahren. Mein Vater unterstützt die Grünen von Prasina. Und wir brauchen dringend einen guten Lenker. Ich bin nur hier, um zu trinken und zu vergessen. Lass ihn in Ruhe, Nikias. Hier trinken heute echte Männer. Bayek, komm. Ich zeige dir etwas Inspirierendes. Hä? Okay, meintest du besoffen oder was? Jetzt oder nie? Komplett besoffen. Wohin führst du mich, Senefer? Bitte, Claridas.
Ich bin schon lange nicht mehr Senefer. Das ist aber besoffen. Warum der neue Name? Um im Hippodrom erfolgreich zu sein, müssen dich die griechischen Häuser akzeptieren. Also ein griechischer Name. Du gabst deinen Namen auf, deine Heimat. Siva bedeutet mir nichts. Die Griechen sehen auf uns herab, aber scheiß drauf. Ich esse und trinke gut mit meinen Gewinnen. Ich hätte nicht den Ehrgeiz, im Hippodrom rennen zu. Du? Nein, niemals. Die jubeln für mich. Außerdem bräuchtest du einen Sponsor und einen guten Wagen. Dieser Ikarus war ein wahrer Held. Wusstest du, dass er 1000 Rennen gewonnen hat und doppelt so viele überlebt? Sieh nur, wie sie Ikarus geliebt haben. Ihre Idole hast du auch übernommen, was? Unsere Götter haben nie irgendwas für mich getan. Sei froh, dass ich fortging. Wäre ich geblieben, wäre Aya die meine. Du bist betrunken. Und dein Arsch. Du weißt ja nicht, was ich aufgegeben habe. Oh, die Welt ist hart. Du hast damals immer auf mich herabgesehen. Hieltest dich für was Besseres. Ich habe nie... Ist doch egal. Jetzt bin ich berühmt. Zu welchem Preis? Du gabst deinen Namen, deine Heimat, deine Götter auf. Es war deine Wahl. Und es brachte mir so viel Geld und Frauen, wie ich will. Du wolltest immer berühmt sein. Aber das treibt nicht uns alle an. Und du wolltest immer nur Aya und kleine Bajex. Warum hast du deinen Traum aufgegeben? Genug. Alter. Schnauze hier, wenn du nicht spürst, du. Lebst du noch? Schlaft erst mal euren Rausch aus. Du wirst alt. Und ich brauche eine Abkühlung. Das Bier schlägt härter zu als du. Was in Dionysos Namen hattest du letzte Nacht mit Nikias zu besprechen? Nikias? Wer? Komm mir nicht so. Ich hab's gesehen. Was denn? Glaubst du, sein Vater nimmt dich einfach so in die grüne Mannschaft von Prasina auf? Glaubst du, du könntest einfach so losfahren und Rennen gewinnen, ohne Übung, ohne Talent? Verpiss dich doch! Vielleicht sollte ich zu diesem Nikias gehen und hören, was er mir anbietet. Wenn du siegen kannst, Clary, das kann es nicht so schwer sein. Du solltest vorher beten. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, um im Hippodrom zu überleben. Die Götter werden uns zusehen und entscheiden. Du hast deine Götter, ich hab meine. Wir werden sehen, wer von uns den Ruhm einfährt. Mach mal das doch mal. Genug geredet. Sollen die Götter dich im Hippodrom beurteilen? So, haben wir die Quest, oder was? Hauptquest. Okay, hier scheint nichts zu sein. Muss ich dann zu dem Hippodrom hin, oder was? Hippodrom, Schnellreise. Jetzt haben wir das noch gar nicht abgeschlossen hier, gell? Ich würde sagen, das machen wir dann nachher. So, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut und machen dann später mit den Nebenquests weiter und vielleicht in der nächsten Folge auch mit der ersten Quest von dem Hippodrom.
Die schauen wir uns aber alles in der nächsten Folge an. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Andi.